Hallo und willkommen auf einen MC20 bei Technik und Motor. Mein Name ist Thomas Geiger und ich stehe hier mit Klaus Busse, dem Designchef von Maserati, am neuesten Entwurf der italienischen Luxus- und Sportwagenmarke. Was haben wir denn hier für ein Auto, Herr Busse? Unser Aufbruch in die neue Ära Maserati. Und was könnte man besser nehmen, um diesen Aufbruch zu signalisieren, als einen Mittelmotor-Sportwagen? Was für einen Motor haben wir in der Mitte stecken? Wir haben hier einen V6-Motor drin, den Nettuno, in Anlehnung an den Tridente mit eigenem Namen. Beschleunigung unter 2,9 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit über 320 km/h. Die Leistungswerte eines V12 heute, 15 Jahre später, in dem Format eines V6. Jetzt ist es relativ bemerkenswert, dass nochmal eine Firma kommt, einen nagelneuen V6-Motor entwickelt, während andere den Verbrenner abschreiben, sich ausschließlich auf E-Mobilität konzentrieren. Wie passt das in die Zeit? Wie sieht Ihr Plan aus? Gibt es den vielleicht auch irgendwie hybridisiert oder so? Wie geht es da weiter? Den MC20 wird es mit zwei Antriebstechnologien geben. Zum einen den V6, den wir heute hier haben. Und dann, heute noch nicht, aber in Zukunft, in naher Zukunft auch den Full Electric. Nicht Plug-in, nicht Hybrid, sondern 100% elektrisch. Wenn man so ein Auto zeichnet, muss man sich ja überlegen, wo gehört er hin? In der Marke, haben Sie gesagt, steht er für den Aufbruch. Im Markt steht er wo? Also wo haben Sie sich umgeguckt? Was sind Ihre Wettbewerber? Wo wollen Sie mit dem Wagen hin? Ich denke mal, die Wettbewerber ergeben sich von alleine, aber ich würde gerne auch sagen, dass es um die Markenbotschaft geht, in dem Sinne, dass wir im typischen Sinne von Maserati keine unnötigen Air-Intakes oder Air-Outlets nutzen, also nichts, wo man das Gefühl hat, das Fahrzeug ist um einen großen Lufteinlass herum gestaltet, sondern wirklich ruhige, elegante Formen. Und die Proportion des Fahrzeugs und die Tatsache, dass es den Trident als Logo hat, aus meiner Sicht natürlich das coolste Logo in der Industrie, das reicht im Grunde genommen schon als Botschaft über das Potenzial des Fahrzeugs. Da muss man nicht unnötige Elemente an das Fahrzeug herandesignen. Wenn Sie über das Design sprechen und sagen, Sie fahren zweigleisig, voll elektrisch und Verbrenner, wo sind da die Herausforderungen, sowas unterzubringen? Mittlerweile baut jeder, der ein Elektroauto baut, eine dezidierte Plattform und sagt, das passt nicht zusammen. Wie haben Sie die beiden Antriebe unter eine Haut bekommen? Wo liegen da vielleicht auch Chancen? Wo mussten Sie Kompromisse machen? Also bei diesem Fahrzeug war es interessanterweise so, dass wirklich für uns Designer, es gab eigentlich keine Kompromisse. Dadurch, dass wir das Auto generell so gestaltet haben, dass wir nicht das ganze Thema Lufteinlass überspielen, ist es natürlich so, wenn ich auf elektrisch gehe, für uns Designer die Lufteinlässe eher noch wegfallen. Der Hauptlufteinlass in der Front wird nach wie vor gebraucht, auch Batterien bedürfen der Kühlung, aber die Intercooler-Lufteinlässe fallen weg. Auch hier brauchen wir keinen Lufteinlass. Wir können also dieses Fahrzeug noch weiter in die Purification treiben, also noch weiter sinnlich gestalten, ohne durch diese Elemente Lufteinlass abzuwenden. Also dadurch ist die Elektrifikation eigentlich für uns einfach nochmal auch eine Chance, weiter nach vorne zu kommen. Wenn Sie nochmal auf den Sportwagen gucken, alle Welt baut SUVs, wir haben irgendwelche sleeken EVs, die Crossover sind. Macht den Eindruck, dass Autofahren auch nicht mehr viel Spaß machen darf. Jetzt können Sie tatsächlich nochmal aus dem Vollen schöpfen einen Sportwagen bauen. Sind Sie der Hüter des Heiligen Grals oder sind Sie der letzte Dinosaurier und warten auf das Ende der Evolution und dass es dann irgendwann mal vorbei ist? Wo fühlen Sie sich in so einem Projekt zwischendrin? Ich denke, wir sind above all Maserati. Maserati steht für Performance, aber im eleganten Kleid. Und das zeigt sich im MC20, das zeigt sich aber auch im Ghibli, auch im Levante. Das sind alles Fahrzeuge, die im Kern durch die Performance gestaltet werden und ingeniert werden, aber darüber hinaus ein Design dem Kunden bringen, das sehr elegant, sehr zurückhaltend ist und nicht schreit, schaut mich an, hier bin ich, sondern auch so ein bisschen respektvoll ist. Und das manifestiert sich natürlich am meisten im MC20, aber es zeigt sich generell bei Maserati über die komplette Produktleine. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Befreiungsschlag, nochmal ein Auto zu bauen, wo man nicht unbedingt vernünftig sein muss. Oder sagen Sie, wir bei Maserati waren nie nur vernünftig, das heißt also für uns ist das Business as usual. Ich glaube nicht, dass ein MC20 und das Thema Vernunft und Unvernunft unbedingt ein Thema ist. Es geht generell darum, dass man dem Kunden ein Performance-Fahrzeug gibt. Das gibt man ihnen in verschiedenen Packages. Hier habe ich ein Fahrzeug, das ein bisschen hedonistisch ist, das also eher natürlich durch die Definition Zweisitzer pur ist für den Fahrer. Das kann 7 Tage die Woche gefahren werden, aber natürlich sehr zu Hause ist wie hier auf dem Racetrack. Darüber hinaus kann ich natürlich dann hochgehen zum Ghibli Levante Trofeo. Dieses Konzept Performance mit Gran Turismo, also dieser alltagstauglichen Idee, die hinter jedem Maserati steckt, zu verbinden, findet sich in allen unseren Fahrzeugen. Insofern ist die MC20 jetzt also keine isolierte Diskussion mit Vernunft oder Unvernunft. Es ist ein Fahrzeug, das alltagstauglich ist, unter dem Schirm Gran Turismo, aber halt natürlich auch hier auf der Rennstrecke zu Hause ist. Sie machen mich ausgesprochen neugierig, insbesondere weil wir auf einer Rennstrecke sind und in Italien tolle Landstraßen drumherum. Kann es kaum erwarten zu fahren. Schauen wir uns jetzt erstmal an.
Dafür vielen Dank. Viel Spaß. In diesem Auto schlagen tatsächlich zwei Herzen. Zum einen ist der MC20 ein waschechter Rennwagen, mit dem man auf einer Piste wirklich viel Spaß haben kann. Sehr präzise, sehr steif, sehr schnell, sehr agil. Und auf der anderen Seite ist er ein Gran Turismo, wie gemacht für wundervolle italienische Landstraßen, über die man hier ganz entspannt dahinrollt. Schlechte Fahrbahn, egal, das adaptive Fahrwerk federt hier relativ viel weg, bügelt weg und trotzdem hat man natürlich eine unglaublich gute Verbindung zur Straße und kann das Auto spüren und fast intuitiv mit Gedanken lenken. Also noch bevor man wirklich die Hände bewegt und die Arme bewegt, geht das Auto um die Kurven. Da merkt man natürlich das relativ geringe Gewicht durch die Carbon-Karosserie. Man merkt, dass der Motor unmittelbar hinter einem sitzt und man merkt, dass man relativ tief unten sitzt. Also dem Ideal eines Gran Turismo folgend, ein Auto, in dem man lange Strecken fährt, in dem man sich lange aufhält, ist der MC20 eben kein puristischer Rennwagen, wo es nur Carbon gibt, wo es keine elektrischen Helfer gibt und nichts. Das Auto sieht sehr schlicht aus von innen, aber es ist alles sehr nobel gemacht und es gibt relativ viel Komfort, alles über den Touchscreen geregelt, von der Sitzheizung über die elektrische Sitzverstellung bis zur Klimaautomatik. Ein vergleichsweise modernes Navigationssystem, das sehr gut funktioniert und ein adaptives Fahrwerk und eine Traktionselektronik, die wirklich gute Arbeit leistet. Die hält mich sicher auf der Spur, lässt sich aber relativ weit zurückdrängen bis hin zu dem Punkt, wo ich alles ausschalte und alleine Herr der Lage bin. Reden wir noch mal ein bisschen über Fahrleistungen. Wie gesagt, 3 Liter V6 Biturbo im Heck mit 630 PS, mit über 700 Newtonmetern, die fast ab der Leerlaufdrehzahl anliegen. Das heißt also knapp jenseits von 2000 Touren ist hier die volle Durchzugskraft vorhanden. Entsprechend gut beschleunigt das Auto von 0 auf 100 in deutlich unter 3 Sekunden. Bei Vollgas fast 330 km/h, da wird der Maserati dann ehrlich zum Porsche-Schreck. Und es ist einfach schön, ihn dabei singen zu hören. Das Auto ist nicht aufdringlich, nicht brutal, nicht provozierend wie ein Lamborghini, sondern es ist eher die italienische Antwort auf Aston Martin. Viel Eleganz, viel Grandezza. Es macht richtig Spaß, den zu fahren. Zum ersten Mal seit mehr als 2 Jahrzehnten hat Maserati einen eigenen Motor entwickelt. Lange Zeit haben sie die Motoren von der Schwestermarke Ferrari benutzt, jetzt also einen eigenen 3 Liter Sechszylinder. Darauf sind sie so stolz, dass sie ihn Nettuno nennen, benannt nach Neptun, von dem sie auch den Dreizack als Markenlogo haben. Natürlich baut Maserati so einen Motor in Zeiten wie diesen nicht nur für die kleine Serie des MC20, sondern dieser Motor wird das Herz aller künftigen Maserati-Modelle sein, wenn sie nicht elektrifiziert sind. Das beginnt mit dem Gran Turismo und dem Gran Cabrio, das wir noch dieses Jahr sehen werden. Das geht weiter mit dem Grecale, einem kleinen SUV, das ebenfalls noch dieses Jahr kommt und gegen den Porsche Macan antritt. Und das wird uns dann auch im Nachfolger von Quattroporte und Co. begegnen. Die wichtige Botschaft ist also, der MC20 ist tatsächlich nur der Beginn der Wiedergeburt von Maserati und die Italiener haben richtig viel vor. Ja, das war sie leider auch schon, die erste Ausfahrt im Maserati MC20 und ich bin dankbar, dass ich den Wagen fahren durfte. Endlich mal wieder ein Auto, pure Leidenschaft, nur gebaut, um Spaß zu haben, ohne schlechtes Gewissen, ohne lange Nachdenken, einfach nur Spaß. Und bevor sich jetzt alle klimabesorgten Umweltschützer, Energie- und Elektroverfechter aufregen, keine Sorge, es werden nicht sehr viele davon gebaut. Mit 210.000 Euro ist das Volumen begrenzt und es gibt ja bald auch eine Elektroversion.